So, und da sind wir auch schon wieder in der PvP-Lobby. Ja, mit Meteor Pictures Gaming, liebe Zuschauer. Wird auch irgendwie klar ist, ne? Inzwischen zumindest wohl. Oh, jetzt sind wir noch zu zweit. Jetzt bin ich alleine hier oder was? Ja, genau, toll. Und schon kann es wieder nicht mehr stattfinden. Dankeschön. 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 Ja, so stellt man sich das vor. Naja, wir wollen Level 40 werden. Sollte trotzdem kein Problem sein. Sind wir jetzt beim Kapitol oder was? Sieht fast so aus. Ja, wir sind in Washington. Ja, dann suchen wir uns hier doch mal schnell so einen kleinen Test, den wir fahren können. Entweder das oder wir nehmen tatsächlich hier das nächste Rennen. Auch das soll leicht sein. Wegpunkt setzen. Nehmen wir doch einfach hier die nächste Story-Mission, ne? So, starten wir mal hier irgendwo, wo es Sinn macht. Hier so auf so einem Parkplatz. Ja, ein bisschen realistisch bleiben. Ja, also was ich bisher immer noch nicht rausfinden konnte, wie der Fehler zustande kommt, ist immer noch dieses hier, ne? Das meine ich, also, ja. Dass man außen von innen, von vorne erstmal fast gar keine Geräusche mehr hört. Und die Hupe generell nicht. Aber von innen halt schon. Von innen hört man sie noch mal. Ja, das ist schon echt ein bisschen merkwürdig. Entschuldigung, dass ich jetzt leider Alita nicht so ganz zuhören konnte. Ich finde, ich sollte jetzt ehrlich mal, da ich genau weiß, dass ich hier in The Crew das nicht nutze, die Schaltwippen, mache ich jetzt ernsthaft mal das, was ich gesagt hatte, was ich machen möchte. So, das ist so ein Polizeiparkplatz. Dann fahre ich da mal nur einmal kurz drauf. Ich möchte hier nicht die Autobahn blockieren. So, oh, das funktioniert aber echt gut. Und das ist gar kein Polizeiparkplatz. Sah nur so aus, als würden da über Polizeiautos stehen. Okay. Nein, 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 beenden möchte das Spiel nicht. So, R2, Tastenbelegung. So, jetzt geht's los hier. Da ist es Nitro und Handbremse. L2, R2. Und da irgendwo kommt es schon dann hier hochschalten und runterschalten einfach, ne? Genau, das brauche ich nicht mehr. Dementsprechend. Ja. L2, linke Schaltwippe und rechte Schaltwippe. Ganz genau, denn so macht das Ganze gleich viel mehr Spaß. Nitro ist viel cooler, wenn du da an so einem Hebel ziehen kannst, anstatt auf die Blue-Taste zu drücken. Fernbremse ist es ähnlich. Ich hoffe, die verfolgen jetzt nur den. Ja, die verfolgen nur den. Okay. Was ich jetzt ganz vergessen habe, ist, ich wollte dann natürlich auch dementsprechend die anderen noch umbelegen für die Sicht. Obwohl ich kann ja eigentlich mit links und rechts. Nee, das geht eigentlich sehr gut mit dem Gucken. Okay, was anderes auf die Tasten legen, aber was soll ich dann noch auf die Tasten legen? Eigentlich habe ich hier alles, ne? Was kann ich denn sonst da? Das war eigentlich gar nicht hier bei The Crew. Da habe ich gar nicht jetzt so das Problem irgendwie damit. Oder? Oder. Hat Steuerung. Die Steuerung. Das geht eigentlich alles ganz gut.
Ah, nee, genau, jetzt weiß ich, was ich wollte. Obwohl, nö, eigentlich. Ach, eigentlich passt das ganz gut. Doch, ich weiß eigentlich. Wo bist du, Rennfahrer? Dass ich jetzt wieder für Probleme habe. Ich komme. Da haben wir schon wieder voll viel Zeit vertrödelt. 5 Minuten sind hier schon wieder draufgegangen. So, Nitro funktioniert das super hier auf der Schaltwippe. Finde ich eigentlich echt ganz geil. Und Handbremse auf der anderen. Ja, finde ich super. So funktioniert das. Okay. Dann mal auf zur Story-Mission. Nein, und jetzt geht hier wieder gleich alles aus dem Ruder. Okay, ich muss langsamer fahren. Alter, viel langsamer. Deshalb benutze ich jetzt noch Nitro. Ja, nein, ich muss wirklich irgendwie mal langsamer fahren, damit das hier alles auch nicht mehr so problematisch wird. Schön degressiv bremsen. So. Solange du nicht mehr erfahren hast. Immer mal eins, ich wollte eigentlich Kuko, aber dann müsste ich Dings erstmal in meine Crew holen. Killer Tomate, ich könnte das mal glatt machen. Killer Tomate, du hattest mir doch eine Anfrage geschickt. Ich muss jetzt wissen, ob Killer Tomate annimmt. Sieht er nicht so aus. Okay. Oh, da können wir nochmal unseren Wagen hier schön bestaunen. Das haben wir, finde ich, auch hier echt nett gemacht. Das sieht ziemlich nice aus. Irgendwie die Auspuffrohre da zittern. Ah, da springt der Schatten ein bisschen rum, aber so. Okay, dann raus aus dem Krams hier, dann halt eben nicht. Dann, nein, das wollte ich schon eigentlich. Hey, so. Dann eben einzeln. So. Oh, und da müssen wir jetzt den. Ein Perf-Fahrzeug wird benötigt. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt der beste ist. Klar. Gerade, aber egal. Der sieht wenigstens lustig aus. Herrn wird gefürchtet und respektiert. Gefürchtet, weil er Männer verschwinden lässt. Respektiert, weil er was am Lenkrad drauf hat. Das ist Cams Lauf. Seine Zeit auf der Strecke ist Wahnsinn. Kannst du sie schlagen? Ja, mit dem hier bestimmt. Lustig, lustig. Ja, echt lustig. Schlag den Rekord nicht nur, vernichte ihn. Wie stellt die sich das schon wieder vor? Ja, wie haben wir wieder alle gelacht? Ey, wenn's da schon scheitert. Wenn hier schon die Zeit anfängt, so weit runter zu zählen. Ey, wie soll das dann erst später bei den schweren Checkpoints werden? Jetzt muss ich auch noch hier um die Kurve überhaupt erstmal kommen, ohne hier irgendwie, ne? Genau, ohne dass sowas passiert hier. Schneller, Alex! Ja, lustig. So, die neue Nitro-Taste funktioniert auf jeden Fall relativ gut. Alter. Da muss ich mir wohl gleich wieder erstmal jemanden holen, der mir hier hilft. Denn mit dem Wagen geht er hier zumindest schon mal nicht. Ja, nee, erstmal fortfahren hier, weil so läuft das nicht. Da brauche ich einen anderen Wagen. Das finde ich auch immer echt ein bisschen blöd. Ich finde das halt so toll, dass man sich hier
halt überall ne, die Fahrzeuge wechseln kann, aber ich finde es halt total bescheuert, dass man, ich nehme gleich den Abarth, dass man mal, dass man hier halt direkt vor den Rennen dann nicht das Fahrzeug aussuchen kann. Das finde ich ja immer so ein bisschen bescheuert. Man muss halt immer dran denken und wenn man nicht dran denkt, dann kann man es halt hier im, ne, direkt vor dem Rennen nicht mehr. Das finde ich immer so ein bisschen blöd. Das könnten sie eigentlich, finde ich, nochmal ändern. Würde ich ganz nett finden, wenn man das könnte. Da, das Fahrzeug wird gefürchtet und respektiert. Gefürchtet, weil er Männer verschwinden lässt. Respektiert, weil er was am Lenkrad drauf hat. Das ist Cams Lauf. Seine Zeit auf der Strecke ist Wahnsinn. Kannst du sie schlagen? Finden wir es raus. Okay, vielleicht geht's hier mit. Mal gucken, was der Kleine hier drauf hat. Mein Performance Fiat 500. Deswegen ist wendig. Ich kann den ganz gut steuern. Deshalb fahre ich ganz gerne mit dem. Den habe ich vom Handling her echt ganz gut drauf. Also inzwischen finde ich, sonst fand ich immer den Ford Focus halt hier ziemlich gut, aber der hier übertrifft das nochmal. Der hier ist halt, finde ich, bisher echt in diesem ganzen Spiel das am besten zu handelndste Fahrzeug. Und das macht schon gerade bei dieser Steuerung ordentlich was aus. Da braucht man das teilweise hier bei so einer Mission wie der hier. Nein! Oh ja, ist gut. Und jetzt gleich wieder hier alles vom Arsch. Ja, 2, 1, lustig. Das war zwar eben auch schon so, aber muss man ja nicht immer wieder so machen. Oh, Mist. Da habe ich keinen Plan, wie ich das machen soll. Soll das so leicht sein? Ich verstehe nicht, was daran leicht ist. Kennen die ihre eigene Steuerung nicht? Aber ich meine, inzwischen haben wir das mit der Höchstgeschwindigkeit drin. Also, so gesehen, das nicht mehr. Seine Zeit auf der Strecke ist Wahnsinn. Kannst du sie schlagen? Finden wir es raus. Und wäre auch echt mit einem Tick. Wäre halt einfach die Steuerung ein Tick direkter. Wirklich nur ein Tick. Also mit direkt meine ich jetzt nicht zack, 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 sondern einfach, dass sie synchron ist. Dann, das wird einfach massiv was ausmachen, weil dann wäre es wirklich leicht, halt das Rennen. Ich hätte mir auch schon sonst was für Gedanken gemacht, ne, was man hier vielleicht verändern kann. Ich hätte ja auch wirklich, ich würde ja auch wirklich sonst mit sonst was für einen Controller hier fahren, ne. Ich würde mich zu was weiß ich was überreden lassen, wenn es gehen würde, aber es ist halt, wie gesagt, tatsächlich so, bei allem, was ich so gelesen habe, dass es definitiv kein Controller irgendwie gibt, mit dem das Ganze besser funktioniert. Als so, wie es hier gerade funktioniert. Oh. Im Ernst, es hat ja noch Pling gemacht. Oh, das finde ich mal am besten hier. Es macht noch Pling und trotzdem hast du das Rennen verloren. Das soll mir auch mal einer erklären, wo da die Logik hintersteckt. Und warum komme ich erst angefahren, wenn ich dann sowieso aus dem Stand starte? Warum komme ich dann da in so einer Geschwindigkeit angefahren? Och Mann, jetzt muss ich mich gleich erst wieder hier ärgern. Ich dachte, wir können das mal so richtig schön fröhlich starten und einfach. Ich dachte auch, dass ich halt jetzt eigentlich richtig schnell mit so einem, dass ich halt einmal PvP-Lobby hier mache oder halt ein so ein echt einfaches Rennen, dachte ich, wird das hier irgendwie das Ganze und dass ich dann halt sofort Level 40 bin und wir dann halt hier Circuit Spec ausprobieren können und alles. Das wäre echt schick gewesen, aber
dann kam es hier ganz anders zustande, echt. Jetzt sind wir schon in der zweiten Folge. Oh, was wird das hier? Ja, lustig. Ja, und genau vor dem Ding dreht er sich nochmal. Ich glaube, es hackt. Jetzt habe ich sowieso aus den abgebrochen. Das ist mir aber jetzt egal. Ey, was soll das denn? Vielleicht will mich das echt hier alles wieder ärgern, habe ich das Gefühl. Ich habe doch heute irgendwie echt keinen Bock drauf, diesen Kram. Ich will mich da heute nicht mit rumschlagen. Ein Tempo, ja, toll, ich dachte, das wäre auf dieser schönen langen, geraden Straße. Nein, ich kriege... Achso, es ist sowieso keine Straße, okay. Okay, okay, mein Fehler. Ja, was können wir denn mal machen? Wir können natürlich einfach mal darüber fahren. Oder alternativ... Na toll, da... Das ist jetzt schon freigeschaltet, weil ich da irgendwie schon mal hingekommen bin in den PvP-Lobby. Finde ich jetzt ziemlich scheiße eigentlich. Aber eigentlich wollte ich mit euch hier mal hinfahren. Denn da ist was Besonderes. Ergo. Suchen wir uns mal hier diese Satellitenschüssel, falls wir sie finden. Ah, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Die ist, glaube ich, auf der... Ja, da passiert nichts. Dann weiß ich, wo sie ist. Sie wird hier am anderen Ufer sein. Da irgendwo müsste das sein. Ist mir so. Die hatte ich in der Beta gefunden, das weiß ich. Ja, okay, mit dem Performance-Car jetzt hier drin. Ich weiß, es ist nicht so der Hammer. Fast im Wasser gelandet. Okay, dann hier nicht. Dann auf der anderen Seite. Dann würde ich sagen hier. Na, ich bin noch richtig gut. So, diese. Ach so, die sollte uns auch gleich Level 40 verschwinden. Okay, so können wir es auch machen. Ja, also entweder wir reisen jetzt spontan irgendwie dahin oder so. Durch das Level 40. Oder alternativ würde ich dann sagen, fahren wir jetzt dann doch einmal hier die Küste entlang. Weil wissen wir, eine Küste ist hier ja gar nicht, ne? Also ab hier ist hier Festland. Und ist hier ja theoretisch hier Mexiko. Ja. Ich setze jetzt echt einfach mal hier in El Paso einen Checkpoint. Und dann geht's da jetzt hin. Und möglichst nicht in der nächsten Folge, sondern möglichst jetzt dann noch gleich. Na gut, ne? Und auf die Straße können wir uns dann schon noch kurz nochmal wieder setzen. Und dann geht's los mit unserem kleinen Roadtrip. Tja. Bisschen Musik wäre jetzt schön. Nur, ich habe keine. Das Ding ist, ich müsste ja dann jetzt hier GEMA-freie Musik benutzen. Und das Ding ist, die einzige Musik auf YouTube, die ich so halt benutze, sind die Circle of Alchemists, weil die das ja nun explizit auch so für YouTube halt erlauben, dass man ihre Musik verwendet. Und ansonsten ist das echt so,
dass ich ansonsten nicht besonders gerne hier so GEMA-Musik mir irgendwie hole oder höre oder sonst was. Weil ich dann immer denke, nee, das ist dann nicht von so mein Lieblingsinterpreten oder so, weißt du? Das ist dann halt GEMA-freie Musik. Und dann würde ich sie lieber selber machen. Nur das Problem ist dann immer, dass ich halt zum selber machen nicht komme und das verkenne ich immer. Und doch, deswegen habe ich dann immer keine Musik. Nein, oh Mann, dann bin ich ja nicht mehr rumgekommen. Und jetzt denke ich, ich muss halt ja wegen dieser blöden Störung so vorsichtig sein. Und kann das hier eigentlich kaum richtig machen. Nein, achso, ich habe jetzt die Taste vergessen. Dings. Okay, jetzt sind wir Level 40. Dann schon jetzt mal echt eine Hammernummer. Joa. Eigentlich wollte ich jetzt aber ganz gerne noch hier weiterfahren. Jetzt werden wir wahrscheinlich damit unterbrochen, mit was wir also in Level 40 machen können. Oder? Ja. Okay, du bist jetzt ganz oben. Ganz oben. Der Ausstatter in Los Angeles hat seine Türen für dich geöffnet. Genau, da wollen wir jetzt. Plus Ultra in Sachen Tempo und Präzision. Sie sind für die Rennstrecke Tempo gebaut und erfordern höchstes Können und Kaltblütigkeit. Rennwagen sind ziemlich empfindlich, aber unglaublich schnell. Okay. Ja. Deshalb wollen wir uns ja auch einen holen. Okay, jetzt könnten wir aber auch... Nee, ich möchte das jetzt aber durchziehen mit diesem Roadtrip. Ich würde sagen, wir versuchen uns bis in die nächste Stadt zu schaffen und da beende ich dann die Folge. Und ich würde sagen, wir können das ja auch dann ruhig so machen, dass wir dann pro Folge, die wir jetzt hier für den Roadtrip brauchen, dann auch immer mit einem anderen Wagen weiterfahren. Das finde ich eine ganz gute Idee. Oh, da gibt es einen Jumpskill. Jumpskill, ich liebe Jumpskills. Wenn ich sie dann sehe. Genau so habe ich mir vorgestellt, nochmal. Okay. Wenn ich jetzt irgendwas sehen würde, wäre das schon echt cool. Okay, da ist die Sprungschanze. Und Gold! Yeah, Mann. Nochmal wieder Erfahrungspunkte. Oh, das ist so schön hier, diese Bäume, ne? Ich finde es total schick. Ausstatten! Wenigstens plus 5. Ja, das lohnt sich doch mal. So, nochmal mal kurz wegen dem Ausstatten hier neu spawnen. So, und da sind wir jetzt in Old Louisiana. Ach nee, das hier ist noch gar nicht eine Stadt. Da habe ich mich getäuscht. Das hier nur ein Staat. Ist das ein Staat, Old Louisiana? Ich denke nicht, ne? Oder doch? Nicht, dass ich wüsste. Nee, möchte ich jetzt nicht machen. Yeah. Was toll, ich mag eigentlich so Autobahnen bei Nacht und so, mit schicken Lichtern und so. Ich mag sehr gerne Städte bei Nacht. Ich mag generell gerne Autofahren bei Nacht. Also im Auto mitfahren bei Nacht ist noch angenehmer als selber Autofahren bei Nacht. Selber Autofahren bei Nacht muss man sich ja ein bisschen konzentrieren immer. Aber...
Ja, aber im Spiel hat man ja diese Probleme glücklicherweise nicht. Also, was heißt, man hat die Probleme nicht? Also, es ist halt nicht so schlimm, wenn man Fehler macht, weil man sich nicht konzentriert. Und eigentlich macht man in den Spielen ja sowieso ständig Fehler. Also, die, ne, von den eigentlichen, der Straßenverkehrsordnung her und so, wäre das eigentlich eine Katastrophe, wie ich hier so fahre. Wie man vielleicht unschwer hier mitkriegt. So wie ich jetzt zum Beispiel gerade wieder fahre. Na, okay, dann beende ich einfach den Part, wenn ich jetzt dieses Auto habe. Dieses Autowrack. Wo bist denn du? Da fällt mir gerade ein, was ich empfehlen kann, als ich gerade mit diesem Dialekt da gesprochen habe, will ich nochmal zum Abschluss sagen. Was ich wirklich empfehlen kann, ist, wenn man es mag, die Asterix und Obelix Filme, also die Zeichentrickfilme natürlich, die mal in den Dialektfassungen zu gucken. Denn die gibt es alle in einer Dialektfassung, jede in einer anderen. Den einen gibt es auf Kölsch, den dann einen auf Hessisch und es gibt noch einen auf Sächsisch und so. Auf jeden Fall, das muss man sich mal reinziehen, das ist echt cool. Ansonsten dann bis auf Weiteres, ja, tschüss und bis zur nächsten Folge.